So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 52. Ja, ich habe mal ein paar Ostereier gesammelt. Schaffe ich noch mal so einen Durchlauf? Ich weiß nicht. Wir können es ja mal probieren, weil die Skills gerade alle am Ablaufen sind. Gutes Timing, by the way. Können wir es auch noch mal probieren. Ich mache doch erstmal dich hier alleine. Und jetzt die anderen. Bam, gucken wir mal noch mal. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar noch ein bisschen. Ansonsten sehen meine Stats gerade. Naja, ich habe halt, ne? Jetzt zwischen den beiden Folgen, also heute früh und jetzt, wie man sieht, ein paar Mal Ascent mittlerweile. Habe auch relativ große Fortschritte gemacht, immer 1E11. Das wäre relativ genau, 22, 33, 44. Gut, dem ist 55 schaffe ich jetzt leider nicht. Was auch völlig normal ist, weil ich bin über unserem alten Wert, in der vorigen Transzendenz war bis 51. Das heißt, ab jetzt nimmt es drastisch ab. Und das merkt man natürlich auch. So, ich glaube, mein Leben schaffen wir schon nicht mehr. Ich bleibe mal nochmal bei dem hier. Vielleicht kriege ich nochmal ein bisschen Geld rein. Ja, siehst du, hat schon glatt gereicht. Das geht der Boss auch schon viel besser. Hat er ja auch weiße Eichen hier. Die ganzen Eichen entfernen. Ist ja ganz neckig. Aber gut. So, du noch weg und du noch weg. Sehr schön. So. Ist wieder neues Ei. Na gut. Viel mehr geht eh nicht mehr. So. Damit fangen jetzt also die Ascension an, die etwas länger dauern. Na gut, ist auch nicht weiter schlimm. Scheiße, schon wieder zwei neue Eichen. Hier jetzt nicht hier los. Ah ja, schlachten wir die auch gleich mal. Bevor wir uns hier noch den Tag vermiesen. Dieser Bug ist aber auch echt ganz schön witzig hier, ey. Was sind die für diesen? Weiß nicht. So, okay, alle Eichen mal wieder weg. Sehr schön. Gut, was wir zuallererst machen, ist natürlich hier gucken, wie wir hier weiterkommen. Nee, noch einen kann ich mir nicht leisten. Also wahrscheinlich doch, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Und bleib mal bei 3,25. Nein, das noch. Ja, obwohl doch, ich kann mir noch mal leisten. Ja, locker. Gut, ich mache trotzdem erstmal die auf dem aktuellen Stand. Nein, so. Okay. Dann kann ich hier definitiv überall noch mal einmal zubuchen. Frühbucherrabatt, so macht Sinn. Die mache ich denn tatsächlich das gleiche Niveau. Ab jetzt wird es langsam teuer. Hier kriege ich noch mal 10 drauf, noch mal 10 drauf und oh, noch mal 10 wird geht. Aber langsam muss ich gucken. 1, 2, 3. Dass es nicht zu teuer wird. Die andere mache ich mal nur um 2 hoch. Ich bin da gerade ein bisschen feige. Oder ich mache vorher einfach mal Backup. Wäre sowieso mal sinnvoll, ne?
Jetzt mal ganz davon abgesehen. So, da kann ich überall auch nochmal hier einmal drauf steuern. Dann ist das Ganze auch nicht mehr so, ne? Dann 65, genau, 65 war richtig. Genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, noch jemand? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. So, und jetzt bloß noch die Juggernaut. Und dann haben wir eigentlich soweit alle. So, okay. Ich schätze mal, das ist so in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, auf los geht's los. Oh, achso, erstmal hier noch unsere ganzen, ne? Die ganzen Vergildungen, die wir immer so gern vergeuden. Ein zu Frostleaf. Und dann würde ich mal sagen, auf in die nächste Runde. Viel mehr ist nicht zu machen. Na, okay. Tja, ob ich zu morgen Abend schon die nächste Transcension schaffe, ist eine gute Frage, weil, ne, ich meine, heute habe ich ein paar Ascension geschafft, aber das waren ja auch teils relativ kurz. Ich meine, man sieht ja schon, oder man hat schon gesehen, ne, die meisten Ascension gingen gerade mal 2 oder 3 Stunden. Und das ist auch das, weswegen ich meinte, dass es besser ist, so ein paar Kurz-Ascension zu machen. Da kommst du halt viel schneller, viel weiter, wie als wenn du halt immer sagst, okay, du hast zwischen 2 Folgen 6 Stunden Zeit, du lässt dir also auch 6 Stunden für eine Ascension. Ja, es ist halt super ineffizient. Und jetzt habe ich halt an einem Tag das geschafft, was ich normalerweise in 2 Tagen schaffe. Und dementsprechend können wir quasi morgen schon wieder transzenden. Also morgen Abend denn. Es ist halt schon, ne? Ich meine, ob direkt morgen Abend, muss ich gucken. Ich will mich da nicht drängen lassen, ich will mich da auch nicht festlegen. Und selbst wenn es morgen Abend nicht wird und dann morgen früh irgendwie wird, dann mache ich halt morgen... Hä? Nein. Wenn es morgen nicht wird und übermorgen früh, dann mache ich halt zur Not übermorgen halt morgens die Aufnahme. Oder ich warte halt mit der Transcension bis zur Aufnahme. Ich muss ja nicht den ganzen Tag durchballern. Ne? Von daher geht es eigentlich relativ gut. Ich meine, wir müssten jetzt... müssten wir... 28, 38, oh ja, siehst du, es wird jetzt langsam schon mehr, ne? Hier hatten wir noch ungefähr 9. Hier hatten wir gerade mal 7. Hier hatten wir gerade mal noch 6. Es wird also weniger. Dann hatten wir aber gleich wieder mit 10, mit einmal. Jetzt sind sogar 13. Das heißt, jetzt können wir durchaus so bis, naja... 14, 15 will ich jetzt nicht gleich direkt anlehnen, aber doch können wir eigentlich schon von ausgehen. Halt, also ab jetzt kommt der Bereich, wo es wirklich pro Transcension immer mehr wird. Also nicht nur immer mehr, sondern das, um wie viel es mehr wird, wird auch mehr. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Schöne Zahl, by the way. 3, 2, 1. Lol. ja. Genau. Ja, ich habe heute schon 7 Ascension gemacht. Alleine zwischen den 2, also in der Zeit, wo ich normalerweise gerade mal 2 Folgen aufnehme. Also zwischen 2 Folgen, die Zeit. Wo ich normalerweise also gerade mal 2 Ascension habe, habe ich heute schon 7 Ascension gemacht. Ist schon ein Unterschied. Na gut, wobei die jetzt hier, die Ascension jetzt auch schon mit reinzählt. Das heißt, so gesehen hätte ich, wenn man das normal vergleicht, jetzt 3, aber habe trotzdem mehr als doppelt so viel. Ne? Hab ja schon 7. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig. Aber wie gesagt, jetzt haben wir 51. Mal gucken, wie viel das Ascension ich morgen schaffe, bis morgen Abend.
ob wir morgen tatsächlich schon transzenden, wage ich ja noch fast ein bisschen zu bezweifeln. Weil jetzt die Ascension werde ich nicht zu Ende bekommen, das heißt, ich werde die dann morgen früh fertig machen. Das heißt, morgen früh, naja, 6, 7. Die nächste Ascension wird dann mindestens 4 Stunden dauern, weil ich bin jetzt schon bei über 3 Stunden, ne? Die letzte brauchbare Ascension. Gut, wobei die letzte ging relativ easy. Die ging gerade mal 2,5 Stunden. Gut, okay, ich habe die auch relativ früh jetzt abgebrochen, ne? Wegen Aufnahme jetzt, weil ich halt in der Aufnahme senden wollte. Deswegen ist die jetzt die Ascension, die wir jetzt gerade beendet haben, weil dementsprechend auch relativ kurz. Sonst hätte ich es vielleicht wirklich bis 55 geschafft. Nee, garantiert nicht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt. Heißt also, wenn ich dann morgen früh um 7 Uhr sende, so angenommen, ne? Die Frage ist ja, wann ich aufstehe. Dann schaffe ich nochmal eine bis um 11 Uhr, dann eine bis, naja, 15 Uhr vielleicht. Und dann morgen Abend. Ich sag mal so, 3 Ascension schaffe ich morgen auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar 4. Also die jetzt plus nochmal 4. Ist das schon die 7. Könnte ich bis morgen Abend durchaus wieder auf 10 kommen. Das könnte dann durchaus schon wieder fast gut sein. Wie gesagt, werden wir gucken. Ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen. So mal ich noch nicht weiß, wie der Tag morgen wird. Heute der Tag wäre relativ stressig. Vielleicht ist morgen wieder genauso. Keine Ahnung. Von daher gucken wir mal. Ja. Ansonsten haben wir jetzt hier eigentlich alles soweit, ne? Was ist eigentlich mit denen? Laufen die alle? Ja, die laufen alle noch. Na, die beiden will ich mir gleich mal aufheben. Oh, schon wieder ein Ei. Ein Ei. Weg. Boah, genau 75%. Genau 3/4. Jo, da wissen wir zusammen, bevor wir lange rumalbern. Jo. War's das? Und dann sehen wir uns morgen. Morgen wieder. Vielleicht wieder zu einer Transzension. Mal gucken. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jutin, auf jeden Fall. Ja, bei Basic Clicker hat sich jetzt auch noch nicht so viel geändert. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der Zeit überhaupt was gemacht habe. Nö, ne? Eigentlich nicht. Nee. Nö. Na gut, in dem Sinne. Dann auch Schau. Mit V. Mein Clicker-Hero-Calculator ist noch offen. Muss ich auch mal wieder schließen. Ha. Egal. Tschüss.